Also wir befinden uns hier in Goßmar. Das ist im Süden von Brandenburg, ungefähr zwischen Berlin und Dresden. Wir haben dann 2018 unseren neuen Melkstand in Betrieb genommen, auch ein Side-by-Side, weil wir wissen, wie leistungsfähig sie sind. Um die 1000 melken wir, 1000 in 20, und die melken wir dreimal am Tag. Wir hatten eben Probleme mit der Zitzenkondition. Nach vielem Rumprobieren, vom Zitzengummiwechsel bis Vakuumveränderungen, Melkroutineveränderungen und so weiter, sind wir dann zu der milchwurstgesteuerten Stimulation. Die Zitzenkondition ist besser geworden, die Milchkurven sind besser geworden, wir haben nicht mehr so viele Bimodalitäten. Allerdings haben wir auch die Melkroutine gleichzeitig auch verändert. Vorher haben wir immer 6 vorgemolken, damit die eine bestimmte Zeit haben zum Anrüsten, und die dann wieder zurückgegangen und die 6 angehangen. Also jetzt machen wir das so, dass wir jeder Melker nur eine Kuh vormelkt, abwischt und anhängt sofort. Dann zur nächsten Vormelken, abwischen, anhängen. Und da ist der Zeitunterschied eben gleichmäßiger, als wenn man immer mit diesen 6 arbeitet, wie wir das vorher gemacht haben. Vor der milchflussgesteuerten Stimulation hatten wir immer Einbrüche in der Milchabgabe. Kann man hier sehr gut sehen, dass die hier nochmal abgebrochen haben und dann wieder neu angefangen haben. Jetzt ist das hier mit. Jetzt geht das hier richtig schön steil nach oben. Hier vorne haben sie noch schon Vakuum, melken sie dadurch noch weniger. Und wenn dann der Milchfluss da ist, sieht man eben sehr schön, dass die Kurve steil nach oben geht. Die Kühe sind auf alle Fälle entspannter geworden. Gerade bei den Jungkühen war es am meisten zu merken, dass die ruhiger auf den Melkstand gehen und nicht mehr so zappelig sind nach dem Anhängen, weil sie ja erstmal mit diesem schonen Vakuum melken und nicht gleich ins volle Vakuum gehen. In der Zitzenkondition haben wir auf alle Fälle eine Verbesserung beobachtet. Wenn wir heute noch mal einen Melkstand bauen würden, dann würden wir diese milchwurstgesteuerte Stimulation gleich mit reinnehmen.